Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und das ist ein Liebesorakel für April. Zuerst sind Single, dann die in einer Beziehung sind und die, die getrennt sind. Was erwartet euch diesen Monat April? Die in eine, die Single sind. Die Karte war schon bei jemandem. Das heißt, du bist momentan im Heilungsprozess. Du hast deinen spirituellen Weg gefunden. Du bist wirklich allein. Du bist, wie sagt man, in Sicherheit. Dir geht es eigentlich sehr gut. Du bist ein sehr intuitiver Mensch. Du bist bereit, jemanden kennenzulernen. Willst du jemanden kennen? Ja. Du wirst auf jeden Fall, du hast große Chancen, jemanden kennenzulernen. Das könnte ein Feuerelement sein. Ich sehe auf jeden Fall, Dates wirst du haben, vielleicht mehrere sogar. Wie das weiterläuft, das ist was anderes. Für diejenigen, die in einer Beziehung sind, auf jeden Fall, hier ist zwischen euch Konflikt. Konflikt. Ihr seid, wie soll ich sagen, momentan ist totale Unruhe zwischen euch. Hier ist auch Aushaltevermögen gefragt. Wieso streitet ihr denn? Ist eine dritte Seite? Wach auf. Ist das wirklich dein Partner? Vielleicht merkst du, dass er ist wirklich kein Herrscher ist. Vielleicht nervt er dich. Vielleicht eher du nervst ihn. Verstehst du? Und ich sehe zum Ende des Monats, ich sehe hier nicht nur Schluss, auch Blockade zwischen euch. Hier ist, was wichtig für euch ist, miteinander reden. Reden miteinander, kommunizieren miteinander. Klar für dich selbst sein, ob das ist wirklich der richtige Partner. Weil hier ist wirklich Streit und zum Schluss des Monats sogar Blockade. Unmöglichkeit zu kommunizieren überhaupt. Für diejenigen, die im Streit sind. Was ist das denn? Irgendwie, bei irgendwie jemandem Sternzeichen war das schon alles, aber ist okay. So, du denkst an deinen Ex-Partner. Du vermisst ihn. Aber zwischen euch ist endgültiger Schluss. Endgültig. Endgültiger Schluss. Ich sehe hier keine Möglichkeit, sich wieder zu versöhnen oder zueinander finden. Leider nicht. Hier ist wichtig, dass du machst dir Gedanken auf dein neues Leben. Was brauchst du jetzt, wenn wir schauen für Single, ja? Weil hier kann man so sagen, dass du Single, wenn du noch irgendwie Hoffnung gehabt hast, dass du wieder, dass ihr wieder zusammenkommt. Das ist endgültig nein, aber bitte bedenken, dass es eine allgemeine Legung ist, keine individuelle. Darum, schau jetzt, du musst in dieses Status kommen. Das heißt, in der Mitte sein, glücklich sein, ausgeglichen, selbstständig und so weiter, dass du wieder bereit bist, jemanden kennenzulernen. Ansonsten, so wie aussieht, die Königin der Stäbe sagt uns, das ist selbstbewusst, selbstsicher. Alles, wie sagt man, wieder präsentabel für den Markt sein. Das heißt, ich bin wieder zu haben, sagt die Königin der Stäbe. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat, April. Alles Gute und alles Liebe.